Hallo zusammen! Wir schminken heute zusammen einen weihnachtlichen Look mit Drogerieprodukten. Ich habe hierzu einmal die Catrice Lidschattenpalette aus der aktuellen Weihnachtsallee, The Nutcracker, mitgebracht. Da möchte ich liebend gerne in den roten Ton gehen, aber auch sehr wahrscheinlich in den Crease-Ton. Dann habe ich einmal die Trust Your Intuitions Lidschattenpalette für den wunderschönen Grünton mitgebracht und die Catching Snowflakes Lidschattenpalette, da muss ich mal schauen, dass ich euch nicht damit blende, für den mega geilen Glitterton. So wie aus der Catching Snowflakes LE von Rival Loves Me noch den Eyeliner in Gold. Ich mache heute eine Cut Crease und ihr werdet gerne zuschauen dürfen, beziehungsweise wir machen die einfach mal zusammen. Geprimed habe ich schon, denn da habe ich kein Drogerieprodukt. Da habe ich mal wieder meine Urban Decay Primer Potion benutzt. Und jetzt starten wir einfach mal. Ich bin schon ein wenig nervös. Ich zoome euch einfach mal ran. Mal schauen, wie gut der Look wird. Meinen großen Spiegel habe ich hier. Wenn ich einen kleineren Spiegel benutzen muss, habe ich hier noch einen ganz, ganz kleinen. Den werde ich hoffentlich nicht so in eure Nähe halten, damit ihr den die ganze Zeit seht. Wir starten einfach mal mit der Catrice Nutcracker mit dem Blendeton. Ich gehe einfach mal in den mittleren Ton rein und setze ihn mir in die Crease. Hoffe mal, dass der einigermaßen zu dem grünen Ton passt. Der lässt sich nämlich mega, mega schön aufnehmen. Ist super, super weich und gibt eigentlich immer direkt Farbe ab. Ist so ein leichtes Rosé-Tönchen. So ein bisschen gedeckteres Rosa, würde ich einfach mal beschreiben. Ich hoffe, gleich lässt sich der Ton von Essence, der grüne Ton, gut in diesen Ton einblenden. Sonst habe ich gleich ein Problem. Nimm dazu auch immer mal wieder Produkt auf und trage ihn mir vorsichtig auf und blende ihn mir halt einen Tacken höher als die Crease. Denn wenn ich gerade ausgucke und es nur in die Crease packen würde, würde man von dem Ton gar nichts sehen. Ich weiß, ich habe Augenbrauen bzw. der Bereich zwischen Crease und bzw. zwischen hier dem beweglichen Lid und den Augenbrauen ist nicht so sonderlich viel. Aber trotzdem muss ich da irgendwie rein und hin und halt nach oben hin ausblenden. Sonst seht ihr von allem, was ich hier mache, am Ende gar nichts mehr, nur wenn ich mein Auge zubehalte. Und das ist ja nichts in der Sache. Deswegen schminke ich mich ja nicht. Ich schminke mich ja, damit es im Prinzip jeder sieht. Hier gehe ich auch schön weit hoch und blende mir halt so weit wie möglich das ein bisschen nach oben hin aus, sodass wirklich seichte Kanten entstehen und keine harten Kanten. Also wirklich schöne Übergänge und nicht irgendwie was Hartes, Komisches. So. Also das hat schon mal super gut geklappt, das wusste ich aber auch, denn die Lidschattenpalette habe ich ja schon des Öfteren benutzt und die matten Töne sind einfach ein Traum. Passt auch gut zu meinen blauen Augen, auch wenn das eher eine kühlere Variante ist, betont es meine Augen eigentlich immer ganz, ganz schick. Und jetzt gehen wir mal den grünen Ton rein, um den mir im Außenwinkel zu setzen. Ich finde nämlich gerade dieser grüne, das ist ja so ein typischer Wald-Tannenbaumton zu Weihnachten, ist immer wunderschön. Ja, es wird vielleicht kein tragbarer Weihnachtslook werden. Ich möchte mich jetzt einfach mal ein bisschen austoben. Und naja, ob ich das jetzt wirklich zu Weihnachten tragen werde oder gar nicht zu Weihnachten tragen werde, weil ich dafür keine Zeit habe, das kann ich noch wirklich gar nicht sagen. Denn das ist immer so ein Gamble zwischen, schafft man das alles an Weihnachten oder ja, kriegt man sich überhaupt geschminkt oder bleibt man eher neutral, schnell in 10 Minuten Make-up-Look? Das ist dieser natürlich jetzt nicht. Das ist wirklich einfach mal mit weihnachtlichen Farben spielen, mit weihnachtlichen Farben auftragen und naja, das machen, worauf man einfach Spaß hat. Ob es dann wirklich Weihnachten jetzt wirklich so wird, kann ich euch echt noch nicht sagen. Das kommt auf viele Faktoren an, auf die Zeit, auf das, ob denn alles so hinhaut, wie man es gerne möchte. Gerade zu Weihnachten ist ja der Stress immer extrem groß. Und dann muss es halt auch nicht immer das extravaganteste Make-up im Nachhinein sein, sondern wirklich das, was einem gefällt, wozu man Lust hat, was einem auch irgendwo steht. Und nicht das, was man jetzt heute gerade in diesem Video sieht. Aber ich finde diesen Grünton wunderschön. Und jetzt auch kombiniert mit einer anderen Farbe, nicht die Farbe, die da drin ist. Denn die Farbe ist wirklich nicht geeignet, finde ich, bei diesem 6er,
Sechser, bei dieser Sechser-Lidschattenpalette. Denn der Ton, der da drin ist, dieser Cremeton oder der etwas dunklere Cremeton, der macht einfach nichts. Also der ist viel zu hell gewählt, um irgendwie damit was anzufangen zu können. Besonders wenn man halt sich den grünen Lidschatten hinten so hoch gibt, wie ich das immer mache. So, jetzt gehe ich noch einmal zurück und blende mir diesen Roseton, Altrosa, Richtung Orange gehende Ton so ein bisschen nochmal rein. Und dann starten wir auch gleich schon mit der Cut Grease. Hier nur vorsichtig, denn ich möchte von dem grünen Ton nicht so viel irgendwie verwischen. Aber es soll doch irgendwo ein leichter Übergang zu sehen sein. Ganz, ganz vorsichtig hin und her blenden. Denn die Farbtöne, die ergänzen sich nicht unbedingt. Müssten sie auf der unterschiedlichen Farbskala liegen? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, wer so ein Powerrad, so ein Farbrad mal zur Verfügung hat, vermutlich liegen die auf der unterschiedlichen Seite oder sehr weit voneinander weg. Und deswegen werden die sehr schnell muddy, sehr schnell gräulich-braun. Und deswegen versuche ich so wenig wie möglich zu verblenden, aber ein bisschen muss man ja halt trotzdem machen. So. Jetzt gehe ich nochmal in den Grün, um hier so ein bisschen mehr Übergang zu schaffen. Um das irgendwo mit einem kleinen Pinsel halt nicht zu weit zu verblenden, nicht zu weit ineinander zu blenden, aber doch ein wenig den Übergang zu haben. So, Cut Crease bei Schlupflidern. Super simpel. Denn wir haben ja im Prinzip schon eine Cut Crease selbst inbegriffen. Total genialer Trick. Man nimmt sich einen Concealer, man nimmt sich einen flachen Pinsel, egal welcher. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, so wie halt das Augenlid geschaffen ist. Geht mit dem Concealer. Ich habe jetzt den von Max & More, denn das ist somit mein hellster Concealer in der Farbe 104 Light Set. Der funktioniert gut, der ist nicht zu deckend und trocknet relativ matt und schnell runter. Am besten wählt man einen Concealer, der jetzt nicht zu dick ist, auch von der Textur her. Und setzt ihn sich hier im Prinzip am unteren Wimpernkranz hin. An der Seite auch, vorsichtig, nicht zu viel. Guckt dann einfach nach oben, jetzt in die Kamera natürlich rein und hat hier, seht ihr das, die Abstempelung schon. So ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Oh, ich glaube, da ist ein wenig Concealer ein bisschen weiter gerutscht. Man kann sich hier noch ein bisschen mehr reingeben, sodass man diese Abstempelung einfach mal nach oben, also im Prinzip doof nach oben gucken, Abstempelung abwarten und dann hat man hier schon mal eine leichte Vorgabe, wo dann auch die Cut Grease sein muss. Jetzt gehe ich mit einem Pinsel rein, einfach am Concealer-Füßchen. Nehme mir damit ein bisschen auf und male mir hier die Cut Crease nach. Schaue dann nochmal zwischendurch immer mal wieder nach oben, sodass ich da irgendwo die Übergänge ganz einfach hingezeichnet kriege. Und das ist auch schon der gröbste Trick an der Cut Crease. Ich mache immer eine halbe Cut Crease, weil ich das lieber mag, anstatt eine vollständige Cut Crease zu machen. Denn so habe ich den Übergang zwischen Matt und Schimmer ganz einfach gesetzt. Übrigens, die Striche, die mache ich gleich weg, die sind nämlich nicht von meinem Trick, sondern weil ich den Concealer ein wenig an meinen Wimpern dran gepackt habe. Und dann sieht man nämlich auch, die Seite muss ich viel höher die Cut Crease setzen als die andere Seite. Im Nachhinein ist die dann auf beiden Seiten gleich, aber dadurch, dass man halt unterschiedliche Schlupflider hat, muss man das halt auch ein bisschen ausgleichen. Das habe ich da mal richtig gut reingedippt in den Concealer. Und kann aber trotzdem, na, man muss immer mal wieder nach oben gucken und gucken, wo man sich die dann irgendwo hin korrigiert. Und Trick ist auch hier, um den Übergang einfach zu halten oder schnell zu machen, vorsichtig mit dem Finger gleich nach innen zu blenden. So hat man nämlich schon ein wenig Farbe von dem Grün, von dem Dunklen aufgetragen, aber jetzt nicht zu viel und keine harten Kanten. Und am besten Concealer nehmen, der nicht direkt in die Fältchen kriecht. Denn wenn der Concealer so oder so in die Fältchen kriecht, auch als Concealer, als ganz normaler Concealer, dann wird er auch garantiert in die Crease und überall kriechen, wo er nicht kriechen soll. Und hier einfach vorsichtig mit dem Finger ausblenden oder hin und her blenden. So. Ist sie einigermaßen gleich? Ich glaube ja.
Seht ihr das, wie einfach das geht? Innerhalb von ein paar Minuten hat man im Prinzip eine super easy Cut Crease geschaffen. Die beiden Dinger, die werde ich jetzt einfach hin und her blenden und gleich nochmal mit meinem roséfarbenen Ton hin und her gehen, bevor ich das jetzt weitermache. So, das ist schon mal die Cut Crease, der erste Ansatz. Jetzt gehe ich einfach, denn ich möchte was aus der, ich halte sie euch mal richtig in die Kamera, aus der Nutcracker Allee nutzen, denn da ist ein wunderschöner Rotton drin, ein Steinrot, ein Brick Red, wie man so schön sagt. Gehe zuerst in den Finger mit einem Finger rein und trage mir den hier auf, wo ich den Concealer aufgetragen habe. Erst mache ich das grob Richtung Wimpernkranz, denn dadurch, dass ich da halt einen oder den Concealer reingegeben habe, muss ich den Wimpernkranz extrem betonen. Sonst hat man nämlich wie hier weiße Stellen oder helle Stellen drauf. Und gleich werde ich mit einem Pinsel die oberen Teile noch mal ein bisschen zurechtblenden. Aber so habe ich erstmal den groben Lidschatten überall auf meinem beweglichen Lid verteilt. Und für die präzise Feinarbeit nehme ich halt immer den Pinsel. So. Das ist schon mal der erste Teil. Jetzt gehe ich einfach in den Pinsel rein, den ich gerade benutzt habe. Mache ihn mir kurz einmal an einem Mikrofasertüchchen sauber. Und gehe jetzt hier nochmal mit dem Pinsel und fahre mir die Cut Crease nach. Da kann ich nämlich nochmal genauer arbeiten. Und muss echt nicht vorsichtig sein. Es ist jetzt nicht die extremste Cut Crease zwischen den beiden Farben entstanden. Da hätte ich mir vielleicht noch irgendwie eine extremere Farbe holen können, habe ich aber jetzt nicht, weil ich euch einfach mal zeigen wollte, wie einfach es ist, eine Cut Crease zu machen und habe vergessen, dass man am besten auch eine Farbe nimmt, die sich extrem zu dem Lidschattenton unterscheidet und nicht so nah dran ist. So. Denke mal, das ist gut genug aufgetragen. Ja. Gefällt mir. Jetzt gehe ich nochmal in den Grün zurück. Ich schaue gerade, ich habe nämlich meinen Pinsel, wie immer, in mein Pinselpöttchen zurückgesteckt. Obwohl ich das gar nicht machen wollte. Da ist er. Da ist mein grüner Ton. Jetzt gehe ich in den Grün nochmal zurück und kann mir hier den vorsichtig nochmal so ein bisschen dahin blenden, wo ich den haben möchte, ohne dass ich jetzt zu doll ins Rote gehen muss. Da oben muss noch ein bisschen Rot hin. Und dann blenden wir mal hin und her. Hier wieder zurück in den Roten, dann nochmal hin und her zurück. So, extremer Look. Der extreme Look darf natürlich noch mehr werden, denn ich habe ja noch gesagt, ich mache was mit Eyelinern. Dadurch, dass ich jetzt mir eine leichte Cut Crease erstellt habe, funktioniert das mit den Eyelinern mega einfach. Denn man kann, ja, ich kann hier hinten keinen Eyeliner vernünftig setzen, ich möchte aber trotzdem irgendwo den Eyeliner mit einbringen und so ein bisschen artistisch werden. Nehme mir jetzt einen kleinen Spiegel, denn ich muss wirklich nah ran und setze mir den Eyeliner angefangen vom Innenwinkel hoch an der Cut Crease vorbei. Damit habe ich die Cut Crease nochmal einen Tacken verstärkt, beziehungsweise nochmal genauer gesagt, wo die Cut Crease hergeht. Sieht man das? Ich muss ein bisschen näher nach hier drücken. Und kann mir ganz einfach einen artistischen Wing setzen, den ich nach hinten hin ausblende. Nach hinten hin mag ich den gerne ausgeblendet, weil der so ein bisschen noch das Auge hebt und schön einfach einen Auslauf hat. Ohne dass es jetzt zu übertrieben wirkt.
Ich hoffe mal, dass ich das gleich an dem anderen Auge genauso gut hinkriege. Das ist ja immer noch die schöne Sache, denn an einem Auge funktioniert es meistens irgendwo besser. Übrigens stütze ich mich, da ich ja so oder so noch nicht weiter geschminkt bin, immer meine Hand irgendwo im Gesicht ab, denn dadurch hat man halt genau eine bessere. Wie heißt das? Man hat dann irgendwo eine Haltbarkeit. Man kann dann irgendwo seine Hand irgendwo auch lassen. In den Eyeliner muss man relativ häufig eindippen, weil halt man versucht, nur mit der Spitze zu malen. Und es wäre natürlich einfacher gegangen, hätte ich zwei Farben benutzt, die jetzt nicht so nah beieinander liegen. Dann hätte man nämlich erstens die Cut Crease besser gesehen und zweitens wäre die Richtungsvorgabe einfacher gewesen. Und jetzt kommt das Spielchen, wo ende ich mit dem einen und wo habe ich mit dem anderen geendet? Meistens lasse ich das Richtung Übergang ein wenig auslaufen. Ich hoffe, jetzt habe ich einfach mal beide Varianten bzw. beide Augen einigermaßen gleich vom Eyeliner gesetzt. Und sonst Pech gehabt. So genau guckt da so oder so keiner hin. Verbessere noch einmal die Linien ein wenig. Denn die Linien sind ein wenig hubbelig auf der Seite geworden. Und habe es im Moment im Prinzip schon so geschafft. Was haltet ihr von der Idee? Ich meine, die Farben sind jetzt extrem. Die Farben sind nicht jedermanns Sache, aber gerade zu Weihnachten kann man ja auch mal ein bisschen extravaganter gehen. Die Cut Creases sind nicht extremst gleich geworden. Ist halt so. Tut mir leid, aber trotzdem finde ich einfach die Idee wunderschön, immer so eine Cut Crease einfach so zu setzen. Denn gerade bei Schlupfliedern denkt ja jeder, es wäre mega, mega schwer. Ist es aber gar nicht. Es ist nämlich eigentlich einfacher. So, ich mache mal eben mein restliches Make-up, beziehungsweise ich benutze gleich mal die Max & More Foundation. Den Rivaldi Loop, nein, Rival Loves Me Tropical Concealer. Bronzer, nicht Concealer. Den Concealer, den ich gerade hatte, den von Max & More, benutze ich wieder unter meinen Augen. Dann benutze ich den Cheek Lover, den Originalen von Catrice. Und dann schauen wir mal weiter. Ein kleines Make-up-Ei, einmal die Base. Die trage ich mir immer auf dem Handrücken auf. Denn damit hat sich die schon leicht erwärmt und ich kann sie besser irgendwo in meinem Gesicht verteilen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Das ist immer so eine Schwierigkeit, wenn man einfach nur so ein Squeezy-Tube hat, also so eine Tube, wo man rausdrückt und nicht ein Pumpspender. Weil beim Pumpspender hat man meistens eine ähnliche Menge immer wieder drauf und bei so einem Squeezy-Tube, so ein Quetschding, muss man sich immer so ein bisschen orientieren, wie viel man auf dem Gesicht hat und dann erst gucken, ob man es auch richtig gemacht hat. So. Übrigens, Turtleneck, ne? Ja, der sitzt immer ein bisschen interessant. Der will nicht an allen Stellen gleich hochsitzen. Ich dachte aber für so einen ja, Make-up-Look, beziehungsweise ein bisschen festlicher, ist es besser, wenn ich mir was Graues anziehe. Und was Feineres, also so ein Rollkragenpulli mit so ein bisschen Wubbelärmel, anstatt dann einen dicken fetten Hoodie anzuziehen. Oh. Nase schon mal schön verteilt. Und jetzt gehe ich in den Concealer rein. Wie gerade schon gesagt, der Max & More Concealer in der Farbe 104 Light Sand. Hier überall, wo ich Concealer brauche. Mega einfacher Trick, um hier jetzt die Kante gerade zu kriegen. Man nimmt sich Concealer, am besten nochmal neu. Packt die Haare aus dem Weg und zieht sich hier eine Kante Richtung Augenbrauen. Damit und auf der anderen Seite genau das gleiche Spielchen. Und hier. Dann schaue ich eigentlich immer, wow, sie sind sogar fast gleichmäßig und gerade geworden. Ob ich da nochmal verbessern muss, geradeaus in den Spiegel, denn Augen sind ja nicht immer gleich und man bekommt diese Kanten auch nicht immer gleich hin auf beiden Seiten. Anschließend nehme ich mir mal so ein Make-up-Schwämmchen. Klein, groß, egal, ich nehme die Spitze. Setze mir den hier unten an.
mache meistens ein doofes Gesicht dabei und ziehe mir den nach oben durch. So habe ich hier hinten eine recht gute gerade Kante erhalten, ohne dass ich irgendwelche Papiere oder irgendetwas auftrage oder Tesaband, Washi-Tape oder sowas benutze. So ist die Kante wunderschön gerade, super einfach und ich kann sie besser korrigieren als mit so einem Washi-Tape. Denn mein Auge tränt beim Washi-Tape extremst. Und das bringt ja nichts, wenn dann mein matter Lidschatten im Außenwinkel schon verschmiert ist, bevor ich das überhaupt irgendwie aufgetragen habe, beziehungsweise bevor ich meinen Look fertig habe, dann ist ja wirklich alles schon in den Brunnen gefallen. Dann braucht man nichts mehr. Dann bräuchte ich auch nicht weiter schminken, denn das funktioniert einfach bei mir nicht. So, gesettet wird meine Base mit dem Max and More Powder in Magic Mango. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht zu viel rausschüttet, denn sonst sieht es nachher so aus, das ist eigentlich schwarz, jetzt ist es Creme. Ich gehe da mit einem weiteren Puderpuffel rein, um nicht zu viel zu ergattern. Und gehe hiervon von oben nach unten rein. Denn unter dem Auge möchte man ja gar nicht so krass setten, beziehungsweise so viel Puder aufhaben. Und meistens auf so einem Puffel, so einer Puderquaste, oder wie das Ding auch immer heißt, genug Puder dran, auch wenn man schon die Hälfte vom Gesicht gesettet hat. So. Nase fertig machen und hier oben in den Haaransatz. Ich gehe mal bis zum Haaransatz und mache mir das dann weiter fertig. Überall einmal rein. Ich drücke mir das immer an, damit das auch ja eigentlich ganz gut wird. Ne? Also so verwische ich meine Foundation nicht, habe aber richtig viel Puder, gerade an die Stellen, wo ich schnell nachöle, gesetzt. Überall hin, wo ich dann so überall Puder haben möchte und bin damit dann fertig. Anschließend gehe ich jetzt in den Rival Love Me Tropical Bronzer rein mit einem, ja, ich muss es mir eben suchen, mit dem Rival Loves Me, nee, das ist Rival Deluxe, das war aus der Cherry Blossom LE, müsste das gewesen sein mit dem Pinsel. Der ist relativ groß, der ist aber schön dünn. Also man kann viel Fläche erarbeiten, aber sie ist nicht, der ist nicht zu ausschweifend, sodass man sich dann doch irgendwo eine ganz gute Kontur setzen kann. Ich muss da immer vorsichtig sein mit den ganzen Bronzern und mit den Kontursachen. Ich bin es noch gewohnt, mit viel, viel kleineren Pinseln und viel, viel weniger Produkt zu arbeiten. Und deswegen mache ich mir das in letzter Zeit ein bisschen fester, manchmal. Nicht immer, aber an manchen Stellen, besonders hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer das Gefühl, entweder es liegt daran, dass ich komisch in die Kamera gucke, beziehungsweise komisch in den Spiegel gucke, dass das schnell patchy wird, also dass das irgendwo fleckig wird. Auf der Seite habe ich nie so das Gefühl, dass das fleckig ist. Oder ich sette an der Stelle genau meinen Puder nicht so doll. Ich kann es echt nicht sagen, wieso das immer an der Stelle so ist. So, unten auch den Halsansatz ein bisschen, damit ein schöner Übergang zwischen Foundation und normaler Haut entsteht. Öhrchen kann man sich auch mal ein bisschen abpudern, besonders wenn sie glänzen oder so. Und hier oben gehe ich auch so ein bisschen in den Haaransatz, damit das alles eine Einheit ergibt. Ja. Und fliegende Haare habe ich natürlich auch. So, Decke. Jetzt gehe ich in den Cheek Lover. Das müsste der 01 Blooming Hibiscus sein. Und das ist irgendwie, der wirkt sehr orange mit einem goldenen Sheen. Aber auf den Wangen wirkt der eigentlich immer recht gut zu jedem Make-up, was man so trägt. Er ist nicht zu doll pigmentiert, zumindest bei mir nicht. Oder er ist schon in die Jahre gekommen. Man sieht auch, der ist gar nicht mehr so gewölbt, wie er am Anfang war. Manchmal weiß ich den englischen Begriff und überlege dann länger an den deutschen Begriffen. Und manchmal sage ich einfach irgendwann den englischen Begriff, weil mir der deutsche Begriff einfach gar nicht mehr eingefallen ist. So. Ich mag den aber eigentlich zu jedem und dadurch, dass da schon so ein goldener Sheen drin ist, so ein goldener Schimmer, braucht man jetzt bei diesem Look gar keinen Highlighter zu setzen. Und es ist aber nicht so ein goldener Schimmer, wo ich mir sage, oh mein Gott, in der Kamera beziehungsweise auch zu Hause im echten Leben, im Spiegel glänzt du nur Gold, sondern der gibt einen leichten goldenen Schimmer ab, aber er ist nicht zu extrem, auch nicht zu goldstichig, sondern er hat wirklich Farbe und nicht nur diesen goldenen Glanz. Manche Produkte haben ja echt nur den goldenen Glanz und dann sehe ich aus wie so ein
zugebronstes Mädel. Frau. Und das steht mir einfach gar nicht so. Wie oft sage ich eigentlich heute in dem Video so? Ich weiß es nicht. Ein wenig nehme ich noch den Merry Xmas My Gear Highlighter, beziehungsweise im Prinzip ist das auch ein goldenes Produkt. Der hat gar nicht so viel Glanz, wie man so meint. Den nehme ich jetzt einfach auf und setze mir nochmal ein bisschen höher hin, um nochmal so ein bisschen mehr Gold zu haben heute. Den nehme ich aber jetzt nicht als Highlighter auf, sondern wirklich als Blush-Topper. Ein bisschen auch nach hier oben, um so einen leichten goldenen Glanz zu haben, aber jetzt nicht zu extrem. Denn als Blush, als purer Highlighter ist der mir wirklich viel, viel zu dunkel. Das geht gar nicht. So. Entschuldigung, dass ich dieses Wort so oft wiederhole. Ich gehe jetzt in den grünen Ton rein und setze ihn mir am unteren Wimpernkranz hin. Vorsichtig, obwohl ich habe da auch einen Pinsel. Den. Das ist ein ganz, ganz alter Pinsel von Fräulein 38. Das im Prinzip, ich weiß nicht, ob da was schiefgelaufen ist oder auch nicht, aber da lässt sich am unteren Wimpernkranz wunderschön immer dieser grüne Ton auftragen, beziehungsweise überhaupt irgendein Lidschattenton. Denn der ist eigentlich zu fluffig, aber für solche Angelegenheiten wirklich gut. Den setze ich mir jetzt einfach mal da unten hin und blende ihn mir vorsichtig Richtung Innenwinkel. Gehe jetzt in den hellen Ton aus der Palette rein. Den und setze mir den auch nochmal dahin, um das so ein bisschen mehr zu verblenden. Ich suche mir gerade einen passenden Pinsel raus. Nehmen wir einfach mal so ein. Und habe jetzt erstmal den Teil geschafft, beziehungsweise jetzt kommt noch der Innenwinkel. Dafür gehe ich in die Catching Snowflakes LE in den hellsten Ton rein. Der ist nämlich wunderschön. Der hat jetzt nicht den extremsten Schimmer drin, aber gerade im Innenwinkel, sondern ja eher schon Saturn, funktioniert meistens sogar noch besser als ein Schimmer, weil die sich einfach leicht auftragen lassen und trotzdem durch die Helligkeit des Tons einen wunderschönen Glanz haben. Und auch wunderschön irgendwo aufhellen. Noch nicht mal Glanz, aber wirklich aufhellen. Und er wirkt glänzender als ein Pfännchen. Tragen wir den hier oben nochmal hin, so Richtung Eyeliner. Um den Eyeliner nochmal ein bisschen zu betonen. Und hier unten hin. Und jetzt gehe ich einfach in den mittleren Ton rein. Das ist ja ein rötlicher Ton, aber nicht zu rot. Und setze mir den hier vorne hin, um den Übergang so ein bisschen mehr zu schaffen und nicht zu dolle zu rot zu wirken. Und das funktioniert manchmal besser mit so einem Satin-Finish-Ton anstatt mit einem puren Glitzer, denn der pure Glitzer lässt sich dann nicht so gut auftragen. Trotzdem, jetzt gehe ich ganz vorsichtig mit dem Finger in den Glitzerton rein und setze ihn mir nochmal als Highlighter-Ton, als Highlight-Ton mitten auf das bewegliche Lid, einfach in die Mitte rein, um dann nochmal irgendwo den Schimmerton so ein bisschen zu betonen, beziehungsweise mein bewegliches Lid zu betonen. Auch wirklich nur getupft, also so wenig wie möglich, weil der Ton doch schon, beziehungsweise man einen schönen, krassen Effekt kriegt. Okay, das ist mal wieder so wenig wie möglich und dann bin ich einmal feste reingerutscht und jetzt ist mehr. Aber dann ist halt mehr und mehr. Mehr wieder mehr. Ich würde mal sagen, interessanter Look zu Weihnachten. Kajal. Das ist ein sehr grüner Ton. Die halt nämlich bis in alle Ewigkeiten auf der Wasserlinie. Und den setze ich mir jetzt einfach mal hier hinten hin. Wie die Farben heißen, kann ich euch echt nicht sagen, weil das so klein da drauf steht. Das ist eher so dieser grasgrüne Ton, der so ein bisschen ins Neutralere geht. Denn die Farben sind so klein da drauf geschrieben, dass ich das einfach nicht lesen kann. Der shiftet von einer zur anderen Seite, ist ein Metallic-Ton. Und ich glaube, gerade zu Weihnachten oder auch bei besonderen Looks kann man sich den mal gönnen. Dann geht es jetzt weiter mit Lashes, beziehungsweise ich nehme keine Lashes. Bei meinen Wimpern funktioniert das eigentlich recht gut, wenn ich mir nur eine Mascara auftrage. Ich habe jetzt von Essence meine Lieblingsmascara, die Lash Without Limits. Die ist nämlich echt genial. Die hat ein schönes, Art tannförmiges Bürstchen und ist sehr, sehr flexibel vom Wimpern, von dem Ding.
Ist auch wirklich nicht hart von dem Bürstenhärchen her. Ich habe jetzt einige Mascaren ausprobiert, wo ich mir echt denke, meine Güte, haben die ein hartes Bürstenköpfchen. Die ist wirklich wunderschön weich, wunderschön flexibel. Es tut nicht weh, wenn man sich die an den Wimpernkranz reibt, denn das mache ich immer, um meine Wimpernkranzverdichtung damit direkt zu haben. Und sie funktioniert einfach genial. Außer wenn man sich den ins Auge piekst, denn dann hat man ganz schnell mal Wimperntusche überall verteilt. Habe ich natürlich mal wieder geschafft. So, und auch am unteren Wimpernkranz. Kurzer Tipp, unterer Wimpernkranz geht bei mir immer so. Denn da habe ich ganz schnell Farbe drauf, habe aber nicht zu viel von der Mascara benutzt. Was wollte ich noch machen? Meine Augenbrauen. Meine Augenbrauen müssen nämlich auch noch sein und Lippenstift brauche ich noch. Denn so kann man ja nicht Weihnachten rumlaufen. Ich mache meine Augenbrauen mit dem She Glam Augenbrauenstift. Der ist genial. Der hat nämlich hier einmal Puder drin, wenn es mal schnell gehen muss. Und einmal hier vorne eine etwas dickere Spitze, die so ein bisschen wassertropfenförmig ist. Ich glaube, das Ding heißt wassertropfenförmig. Ich lasse hier meine gepatzte Wimperntusche, meine gepatzte Mascara erstmal so und mache sie mir gleich weg. Denn wenn die angetrocknet ist, beziehungsweise fertig runtergetrocknet ist, kann man sich die einfacher wegmachen als anders. Ist, glaube ich, gut geworden. Ich bürste jetzt noch einmal durch. Mache sie wieder zu. Zum Fixieren benutze ich das Kryolan Eyebrow Forming Gel. Es wird so langsam gut, dass ich da nicht durchgucken kann, nämlich so ein bisschen, wenn ich das rausziehe, dunkel bzw. bräunlich, weil man das ja nachträglich aufträgt und dann hat man ja schon seine Augenbrauen so gelegt, wie man sie haben möchte. Hat man ja immer wieder von dem Produkt, was man vorher hatte, ein wenig abgetragen. So, Augenbrauen bzw. den Augenbrauenkranz muss ich noch einmal kurz betonen, denn das habe ich komplett vergessen hierzu. Für meine Augenbrauen bzw. unter meinen Augenbrauen, um da nochmal ein Highlight zu setzen, gehe ich in den Ton rein und nehme mir dafür einfach mal einen kleinen Pinsel, der so ein bisschen auch breiter gebunden ist und nicht zu hart. Und kann den mir einfach vorsichtig hier ein bisschen meine Augenbrauen betonen. Und dann kriege ich dann nochmal so ein bisschen gelüftete Augenbrauen. Beziehungsweise dadurch kommt der Schimmer dahin und das wirkt halt einen Tacken höher als sonst. Beziehungsweise freundlicher auch auf jeden Fall. So, jetzt kommen nämlich nochmal meine Augenbrauen, meine Wimpern. Genialer Trick mit dem Eyeliner. Ja, man braucht nicht unbedingt eine Mascara, die das macht. Man kann auch einfach die breite Seite vom Eyeliner nehmen und sich hier vorsichtig über die Mascara dippen. Ganz vorsichtig, nicht zu viel. Und hat sich damit nochmal ein totales Highlight gesetzt. Und die hält bis abends. Die von der Rival Loves Me Catching Snowflakes LE. Der Eyeliner, der hält bis abends. Und man braucht wirklich nicht noch diesen Topcoat. Denn meistens funktioniert der Topcoat gar nicht so gut wie der Eyeliner selber. Und jetzt kommen wir mal, ich hoffe, ich schaffe das. Ich bin so schlecht in sowas. Ich habe mir einen Liquid Lipstick, müsste das sein, in Red Apple von Odin's Eye geholt und male jetzt einfach mal meine Lippen rot nach. Das ist kein extrem rot-rot, sondern das hat so einen leichten orangigen Unterton. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ich mache einmal ein bisschen meine Lippenpflege ab und zeichne jetzt meine Lippen in Rot. Ich hoffe, sie sind einigermaßen gut geworden. Ja, ich und rote Lippen. Ich glaube, zu dem Look ist es aber gar nicht mal so schlecht und angebracht eigentlich. Also das ist mal mein Look, mein absoluter Weihnachtslook, beziehungsweise der Look in weihnachtlichen Farben, geschminkt mit einfachen Drogerieprodukten, die es zum Teil dieses Jahr wirklich in der Weihnachtszeit gab oder Vorweihnachtszeit gab.
oder aber auch, ne, im aktuellen Sortiment zu finden sind. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr davon? Schminkt ihr sowas zu Weihnachten? Habt ihr darauf gar keine Lust? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und sonst abonniert mich, liked mich, subscribt mich, was auch immer ihr machen wollt. Tschüss und schönen Weihnachten, schöne Weihnachtsfeiertage. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!